arrive on that facility. Der Flug führt nach Westen. Die Sky Monkeys treffen sich auf einem geheimen Flugfeld in Frankreich, um dann nach alter Vätersitte und traditionellem Dinner mit entsprechender Weinbegleitung vorzudrängen am nächsten Tage in das Herz der Champagne nach Epernay. Doch was wird die Kameraden dort wohl erwarten? Sehen Sie selbst die Sky Monkeys Champagne Tour 2019. Die Kameraden sind die ganze Nacht durchgeflogen und jetzt bei den ersten Sonnenstrahlen landen sie. Deswegen gibt es vom Leutnant spendiert ein Landebier und zwar eiskalt für die Kameraden. Dein Dickschiff, das fliegt nicht weg, keine Angst. Aber was anderes, Männer. Es gibt Landebier. Nein, sag nur, du hast welches dabei. Und zwar eiskalt. Ah, perfekt. Oh, oh. Nachtflugbier hier. Propellerbier, ich bin total geflasht hier. Ja, und du trinkst nichts? Klar, ich hab vier Stück. Da ist ein Öffner hinten dran. Echt? Ja. Ich nehme auch eins. Also irgendwie pack ich's mal. Geht mit dem Schlüssel vom. Warte, ich mach's. Ah, hier hat er nicht am Bau geschafft, oder was? Kameraden. Tschüss, Kameraden. Jetzt eigentlich musst du was sagen. Mir fehlen die Worte heute Abend. Prost, Prost, Prost. Le cœur d'or zum goldenen Herzen. Habt ihr Durst und Hunger? Aber. Ah, weil hier. Ja, oh, als Vorspeise hätte ich da eine Empfehlung. Süß und blond. Weißt du, was auf dich zukommt? Süß und blond. Leicht, naja. Scharf und feucht. Genau. Was hat der Guido gesagt? Fettig. Sind wir alle deux? Oui, oui, nous voulons goûter. Okay. Ich überlege jetzt gerade, sie bringt uns ein Rosé. Oui. Sie bringt uns das Wasser, aber wir wollen ja nicht die Füße waschen. Ja, wir wollten den Rosé mit den Schnecken haben. Commander, wie sind die Schnecken heute? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schnecken sind heute selbstverständlich genauso, wie wir sie wünschen. Und zwar sind die... heiß und fettig. Ah, Schnitt. Ah, nein. Ah, die kann man nicht mitnehmen für gute Jugend. Ne? Also geht mal. Weiter. So, wie war das nochmal? Master. Schlüssel und der Starter ist ein Knopf. Die ist nur über die Bremse gesteuert. Ja, ich weiß. Ab nach Epernay, Kameraden! Habt ihr Durst?
Da fließt, säuft wie ein Loch. Da fließt die Suppe. Und 140. Genau. Epernay ist praktisch so die geheime Hauptstadt der Champagne. Reims ist es nach außen hin, Epernay im Geheimen sozusagen. In Epernay ist Moët, Mercier, Veuve Clicquot. Wenn wir im Taxi jetzt reinfahren, ist diese Straße, die Avenue de Champagne, das sind dann rechts und links diese ganzen tollen, ja, wie sagt man denn, Champagnerhäuser. Also wir lassen uns jetzt mal überraschen und fahren dann mit der Bahn bei Mercier durch die Kellergewölbe durch. Cool. Tja. Guck mal da rein, hinter den Sitzen. Wahnsinn. Süß, ne? Toll. Also, wenn Sie mal was zu trinken, aber zack. Wir sind auf 60% de Pinot Noir, 20% de Pinot Meunier. Et 20% de Chardonnay, avec un dosage à 8 grammes par litre de sucre. Ok. Donc c'est un brut. Ouais. Et un vieillissement de 3 ans en cave pour la gamme Cordon Bleu. Voilà. 13 Jahre im Keller. De Pinot Noir, 25% de Pinot Meunier et 25% de Chardonnay. Avec un dosage qui est minime par rapport aux autres, on est environ à 4 grammes de sucre par litre. Donc c'est beaucoup moins de sucre, mais vous verrez que c'est quand même relativement fruité. Merci. Also auch etwas Fruchtiges. Meine Herren? Ja, der Laden ist gekauft, oder? Ich hoffe, ja. Jetzt im Besitz des Skymonkeys. Jawohl. Wir machen jetzt eine Immobilien. Und Champagner. Noch nichts getrunken, schon lustig. Herzlich willkommen im Hause des Champagners, merci. Zur Weltausstellung in Paris 1889, in dem Jahr, in dem auch der Eiffelturm gebaut wurde, extra angefertigt wurde. Wir werden Sie auf Ihrem Besuch in die Geschichte unseres Hauses und die Geheimnisse der Herstellung des edlen Champagners einführen. Während Sie darauf warten, in das Kellereigewölbe hinunterzufahren, möchten wir Ihnen einige Dinge vorstellen, die eng mit der Geschichte unseres Hauses verbunden sind. Eugène Mercier wollte im großen Maßstab produzieren, denn er wollte den Champagner für alle zugänglich machen. Zu seiner Zeit war dies eine völlig revolutionäre Idee. Er wollte außerdem eine gleichbleibende, homogene Qualität erzeugen. Hierfür benötigte er ein Fass, das groß genug war, um Assemblagen von riesigen Mengen von Wein aufzunehmen.
Commander, wie sind die Schnecken heute? Genau so, wie sie sein müssen. Heiß, scharf und feucht. Der Klassiker par excellence, ne? So, dann gehe ich da mal mit der Spitzengabel, oder?